Manchmal hat man ja das Gefühl, unausgeglichen zu sein. Und dieses Gefühl entsteht aus meiner Erfahrung heraus häufig dann, wenn man gerade das Gefühl hat, dass etwas fehlt. Die Optimalvorstellung wäre also, dass wir dann im Gleichgewicht leben, wenn wir all die Bereiche, die uns wichtig sind, in unseren Alltag integrieren können, also Beruf, Familie, Freizeit, Sport, Me-Time, wie man so schön sagt. Und immer dann, wenn irgendwas davon nicht in ausreichender Ausprägung vorhanden ist, dann haben wir das Gefühl, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und dementsprechend ist die Schwierigkeit quasi alles in Moderation in die Woche, in den Tag zu integrieren. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass es zwar manchmal funktionieren kann, häufig aber gar nicht nötig oder überhaupt auch möglich ist. Und deswegen geht es im heutigen Video darum, was es wirklich bedeutet, ein Leben im Gleichgewicht zu führen und wie missverstanden dieser Satz häufig ist und welche Wege wir in diesem Sinne finden können, um zufriedener zu leben. Wenn man das Gefühl hat, ein Leben zu führen, was nicht mehr im Gleichgewicht ist, dann hat man erstmal zwei Arten, um damit umzugehen. Die erste Art und Weise wäre, dass man versucht, sich selbst, das Leben, die Umwelt, die Umgebung so zu verändern, dass sie mehr den eigenen Erwartungen entspricht und dementsprechend auch wieder zu dieser Zufriedenheit führt. Zu dem Punkt kommen wir gleich nochmal, aber das ist häufig nur in begrenztem Maße möglich, weil wir eben nicht so viel Kontrolle auf das Leben insgesamt haben oder unsere externen Faktoren, die uns umgeben, wie wir es manchmal gerne hätten. Und der zweite Punkt, wie wir da herangehen können, wäre, dass wir erstmal unsere Betrachtung dieser Situation verändern. Was ich damit meine, ist, dass wir diese Situation anders wahrnehmen und dadurch auch eine andere Einstellung dazu entwickeln, sodass wir das gar nicht mehr als Problem wahrnehmen, sondern uns darüber bewusst werden, dass jede Situation, in der wir uns befinden, häufig nur eine kleine Momentaufnahme aus einem größeren Zyklus oder einer größeren Phase ist. Das heißt, der erste Punkt, den ich hier jetzt auch nochmal ansprechen möchte, ist, wenn wir jetzt darauf eingehen, wie wir unsere Einstellung verändern können oder unsere Wahrnehmung der Situation, dass alles grundsätzlich in Zyklen verläuft oder in Phasen, die aus mittleren und größeren und kleineren Zyklen bestehen. Der größte Zyklus ist natürlich so das Leben als Gesamtheit, aber innerhalb dieses Lebens finden ganz viele andere Zyklen statt, beispielsweise unterschiedliche Berufswege, Freundschaften, die als Zyklus stattfinden, Partnerschaften, die Orte, an denen wir leben oder auch bis ins kleinste Detail, letztendlich sowas wie Tag und Nacht, ist auch ein Zyklus, Einatmen, Ausatmen, Anspannung, Entspannung. Und das kann man immer weiter runterbrechen, letztendlich bis aufs kleinste Zellniveau. Innerhalb dieser Zyklen befinden wir uns natürlich im Alltag irgendwo. Und wie gesagt, in den Situationen, wo ich zum Beispiel gemerkt habe, dass ich mich unausgeglichen gefühlt habe, habe ich eigentlich rückblickend nur für einen kurzen Moment vergessen, dass ich mich gerade in einer Phase befand und dementsprechend mein Leben gerade eher in eine Richtung geprägt wurde. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt ein berufliches Projekt habe, für das ich extrem viel arbeiten muss, dann kann das bedeuten, dass dafür in dieser Situation Sport zu kurz kommt, Freunde zu kurz kommen, vielleicht Meditation oder psychische Entspannung oder andere Sachen zu kurz kommen. Das ist aber okay, solange wir irgendwann wieder den Gegensatz finden, also diese Phase sich wieder beendet oder der Zyklus weitergeführt wird und wir dann auch das Gegenteil wieder erleben, nämlich wieder den Kontrast haben durch die Entspannung, durch viel Freizeit, die wir intensiv genießen können. Das heißt, solange wir irgendwann wieder den Wechsel haben, ist es auch okay, wenn wir mal in einer Phase mehr in eine Richtung shiften als in die andere. Da liegt eine große Wahrheit drin und witzigerweise habe ich vor kurzem einen Satz wiedergefunden, den ich schon in der 10. Klasse aufgeschrieben hatte, weil wir da, glaube ich, im Religionsunterricht darüber diskutiert haben, was Gleichgewicht bedeutet. Und dieser Satz war: Gleichgewicht ist ein zirkadianer Wechsel von Gegensätzen. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist da eigentlich sehr viel dran. Gegensätze bedeutet, wir haben Kontraste, die sich in zirkadianer Form, also wie gesagt, in einem Zyklus, in einem Kreislauf wiederholen, abwechseln. Das bedeutet, dass natürliche Balance nur dann gegeben ist, wenn wir Wechsel haben von Gegensätzen, die durchaus auch eine sehr intensive Ausprägung haben können. Also sowas wie eine Hochphase, eine Tiefphase, Freude, Trauer, wie gesagt, Anstrengung, Entspannung, Arbeit, Freizeit und auch das Gleichgewicht nur dann gegeben ist, wenn beides vorhanden ist.
Das heißt nicht, oder ist ein bisschen wie gesagt die Gegenthese zu dem, was ich am Anfang angesprochen habe, nämlich dass alles gleichzeitig immer in moderater, gleicher Form in den Alltag integriert sein muss. Es ist also völlig okay, wenn wir uns darauf einlassen, mal in eine Richtung geprägt zu sein. Nehmen wir mal ein Beispiel von mir. Ich bin ja selbstständig, das heißt, ich hatte nach dem Studium auch oder habe immer noch die Aufgabe, meine Zeit selbst einzuteilen. Das ist natürlich auf der einen Seite Luxus, auf der anderen Seite aber auch manchmal gar nicht so leicht, wie man denkt, weil es auch bedeutet, dass ich selbst entscheiden muss, wann ich Freizeit habe, wann ich arbeite, wann ich mir Zeit für die Familie nehme und so weiter. Und dann kann es mir zum Beispiel sehr schnell passieren, dass wenn ich dann arbeite und recht viel arbeite, dass ich dann das Gefühl bekomme, nicht mehr im Gleichgewicht zu sein, weil ich in anderen Sachen gerade nicht ausreichend nachgehe, also nicht genug Zeit habe, um mit Freunden irgendwo ein cooles Training in der Natur zu machen oder einen Kurztrip mit irgendwelchen Outdoor-Sportarten zu verbinden. Und umgekehrt, wenn ich Freizeit habe, ist es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, unausgeglichen zu sein, weil ich weiß, dass ich in dem Moment gerade nicht arbeite und die Freizeit jetzt gerade Überhand hat. Und so kann es sehr schnell dazu führen, dass man eine konstante Rastlosigkeit oder Unzufriedenheit in sich rumträgt. Um das zu vermeiden, ist es, und darauf möchte ich letztendlich hinaus, einfach wichtig, dass es völlig okay ist, wenn man sich mal einer Phase hingibt und auch beispielsweise bei mir mal eine Woche an einem Arbeitsprojekt richtig durchzieht, richtig was schafft und dafür den Rest opfert, um dann später dahin zurückzukommen, dass das Gegenteil, also der Kontrast, wieder genauso voll ausgelebt wird. Und das führt sogar dazu, dass ich die Freizeit nach so einer intensiven Arbeitsphase beispielsweise mehr genießen kann und ohne Reue genießen kann, sage ich mal, weil ich weiß, dass ich vorher diesen Kontrast schon ausgelebt habe. Und das war, wie gesagt, der Bereich der Einstellung, die wir konstant auch verändern können, beziehungsweise wo wir auch unsere Sichtweise dadurch verändern können, dass wir uns dieser Gesamtperspektive von außen betrachtet noch besser bewusst werden. Jetzt gibt es aber natürlich Situationen, wo wir wirklich aus dem Gleichgewicht geraten sind, wo wir wirklich etwas verändern müssen und es nicht nur eine Phase ist. Und in diesen Situationen muss man sich natürlich selbst fragen, welcher Kontrast gerade fehlt. Aus meiner Erfahrung ist es bei vielen so, dass eher die Gefahr besteht, dass das Berufliche überhand nimmt, gerade wenn man in einem Job arbeitet, wo man vielleicht Überstunden machen muss, um überhaupt dem Workload gerecht zu werden oder wo es auch sehr verlockend ist, wenn man mehr arbeitet, mehr Erfolg damit zu haben und dadurch dann andere Sachen wie zum Beispiel das Familienleben oder Freundschaften oder eben auch Zeit, wo man mal bewusst entspannt zu kurz kommt. In diesen Situationen kann es helfen, kurzweilig intensive Kontraste zu suchen, die aber nur von kurzer Dauer sind. Letztendlich mache ich sowas auch mit der Cologne Adventure Series beispielsweise, wo wir einfach für, ich sage jetzt mal, zwischen 2 und 5 Stunden in die Natur fahren und da ein richtig intensives, körperlich anstrengendes, trotzdem total erfüllendes Abenteuer erleben, was sehr viel abdeckt von diesem Kontrast zu einer Arbeitswelt, zu einem normalen Alltag, sage ich mal. Und wenn man dann nach diesen paar Stunden wieder zurückkommt, ist es auch wieder okay, sich wieder dem Beruflichen zu widmen. Das heißt, diese kleinen Kontraste können häufig helfen. Aber manchmal bedarf es eben auch einer größeren Veränderung. Und da muss sich jeder selbst fragen, wie gesagt, welche Kontraste für ihn wichtig sind. Grundsätzlich ist in der Gesellschaft ja gerade so ein bisschen der Trend, dass man alles immer komfortabler macht, immer bequemer macht. Das führt in meinen Augen auch dazu, dass freiwillige Anstrengung immer seltener wird oder dieses Konzept von voluntary hardship, so habe ich es kennengelernt aus dem Englischen über die Philosophie des Stoizismus. Letztendlich bedeutet das so viel wie, dass man sich selbst in eine unangenehme Situation bringt, aus der Komfortzone hinaus begibt, um daraus Vorteile zu ziehen. Ich habe es, wie gesagt, über den Stoizismus kennengelernt und ich glaube, Diogenes hieß damals der Stoiker, über den erzählt wurde, dass er freiwillig in einer Tonne gelebt hat, in einer Holztonne damals im antiken Griechenland und mit nur sehr wenig Hab und Gut ausgekommen ist und das ganz bewusst gemacht hat, obwohl er eigentlich deutlich wohlhabender war, um sich eben dieser freiwilligen Anstrengung oder diesen freiwilligen unangenehmen Situationen im Leben auszusetzen. Voluntary Hardship bedeutet also beispielsweise bewusst zu fasten, bei schlechtem Wetter rauszugehen oder sich einem anstrengenden Training auszusetzen, ein Eisbad zu nehmen, so wie ich das sehr häufig mache, oder schon früher für einen Test zu lernen, der eigentlich erst viel später ansteht. Warum macht man diese
Sachen, dieses Voluntary Hardship, welche Vorteile hat es? In meinen Augen drei große Vorteile. Der erste ist, dass wir gewissermaßen gar keine Wahl haben. Es ist nämlich so, dass wir in vielen Bereichen des Lebens die Entscheidung haben, ob wir uns jetzt kurzfristig unangenehmen Dingen auszusetzen, um dann langfristig besser dran zu sein, oder ob wir kurzfristig die angenehmere Variante nehmen, um dann langfristig schlechter dran zu sein. Nehmen wir mal das Beispiel der körperlichen Gesundheit. Ich habe gewissermaßen nur die Entscheidung, ob ich jetzt trainiere, mich gesund ernähre, genug schlafe, auf meinen Körper achte, um dann später weniger Krankheiten und Schwierigkeiten damit zu haben, oder ich warte, bis später diese Krankheiten, Verletzungen und so weiter auf mich zukommen und bin dann gezwungen, was zu tun. Das heißt, im Voraus zu denken, ist häufig sehr, sehr wertvoll und in meinen Augen auch die bessere Herangehensweise. Der zweite Punkt ist, dass wir dadurch unser Selbstbild verbessern. Das Selbstbild, und das habe ich aus dem Buch Atomic Habits von James Clear, ist eigentlich nur eine Summe an Evidenz, die wir uns selbst schaffen. Damit ist gemeint, jede Handlung, die wir durchführen, ist ein weiterer Beweis für uns selbst, dass wir eine Person sind, die so handelt. Wenn ich mich jetzt also dazu entscheide, bewusst morgens als erstes die beruflich schwerste Aufgabe anzugehen, auch wenn es gerade total unangenehm ist, dann beweise ich mir in diesem Moment, dass ich eine Person bin, die das schafft und die grundsätzlich auch so handelt. Je häufiger ich das mache, desto größer wird diese Evidenz und desto eher sage ich auch von mir selbst, ich bin ein Typ, der morgens direkt in der Lage ist, hart zu arbeiten beispielsweise, oder der häufig trainieren geht, der Sportler ist, weil ich die Evidenz habe, dass ich häufig trainiert habe, oder der sich gesund ernährt, weil ich häufig die Entscheidung getroffen habe, eben die gesündere Variante zu essen als jetzt beispielsweise die Süßigkeiten. Das heißt, das ist der zweite Punkt. Wir können unseren Selbstrespekt erhöhen, dadurch, dass wir uns freiwillig unangenehmen Dingen aussetzen und uns dadurch beweisen, dass wir jemand sind, der so denkt und handelt. Der dritte Grund für Voluntary Hardship sind die Kontrasterfahrungen, die daraus entstehen. Man könnte sich ja jetzt fragen, wo bei all dieser freiwilligen Härte im Leben Platz für die schönen Seiten im Leben ist, sage ich jetzt mal. Das Schöne ist aber, dass wenn wir uns freiwillig dazu bringen, hart zu trainieren beispielsweise, dass danach das auf der Couch liegen und faulenzen so viel schöner ist, als wenn wir das nicht gemacht hätten mit dem Training. Oder dass wir uns nach einem erfolgreich abgeschlossenen Arbeitsprojekt umso besser entspannen können und umso mehr unseren Urlaub genießen können oder unsere Freizeit, weil wir wissen, dass wir das vorher geschafft haben. Das heißt, diese Kontraste, die dadurch entstehen, dass wir uns freiwillig aus der Komfortzone bewegen, die führen dazu, dass wir mehr Genuss erleben. Genuss entsteht nämlich immer vor allen Dingen da, wo irgendwas gerade nicht gewöhnlich ist, nicht immer da ist. Und im Gegenteil ist es sogar so, je größer der Kontrast ist, desto größer ist auch der Genuss. Wenn ich also draußen war und es richtig kalt war und geregnet hat und ich total durchnässt bin, dann ist es umso schöner reinzukommen und in die Trockenheit zu gehen und wieder warm zu sein. Und dieser Kontrast kommt natürlich nur dann zustande, wenn ich vorher das Gegenteil intensiv erlebt habe. Deswegen ist es auch zum Beispiel so, dass es viel erfüllender ist, einen Sonnenaufgang zu sehen, wenn ich gerade einen Berggipfel mehrere Stunden bestiegen habe und das noch im Dunkeln gestartet habe, morgens um 4 oder so, als wenn ich jetzt einfach den Fernseher anschalte und da einen Sonnenaufgang sehe. Und es kann eins zu eins der gleiche Sonnenaufgang sein, es ist ein völlig anderes Erlebnis, einfach durch diese Kontraste, die damit verbunden sind. Das heißt gewissermaßen, dass das Motto Work Hard, Play Hard schon irgendwie auch eine gewisse Wahrheit besitzt, weil wir eben, wenn wir beides intensiv durchleben, insgesamt wieder auf ein ziemlich gutes Gleichgewicht kommen. Dementsprechend ist auch die heutige Challenge of the Day, dass ihr irgendetwas macht, was für euch unangenehm ist und das freiwillig tut, also zum Beispiel laufen zu gehen, eine kalte Dusche zu nehmen oder mal bewusst auf eine Mahlzeit zu verzichten oder den Anruf zu tätigen, den ihr schon längst hättet tätigen sollen. Irgendwas, was in die Richtung geht. Und es kann auch euch irgendwas Kleines sein, müsst ihr euch jetzt nicht direkt die Mammutaufgabe aufheimsen. Das war ja jetzt das Beispiel Voluntary Hardship für eher die Menschen, die sich zu sehr diesem Komfort im Alltag aussetzen oder dieser Bequemlichkeit, auf die wir ja überall zugreifen können. Es gibt natürlich aber auch die anderen Menschen, ich spreche jetzt mal pauschalisierend, die überhaupt kein Problem damit haben, extrem hart und viel zu arbeiten und denen es im Gegenteil eher schwerfällt, mal irgendwas zu tun,
was nicht zweckerfüllend ist. Also bewusst mal frei zu haben, nicht zu arbeiten, mal abzuschalten, einfach nur da zu sitzen, was mit der Familie zu machen oder mal einfach nur rauszugehen auf einen Spaziergang, ohne das direkt wieder damit verbinden zu müssen, dass man sich irgendwas an Sachbüchern dabei anhört oder einen Podcast, der einen beruflich weiterbringt, sondern einfach mal ohne irgendeinen damit verbundenen Zweck etwas macht, nur der Sache selbst willen. Für diese Menschen ist es natürlich auch dann wichtig, eher achtsam zu sein und voll in dem Moment zu bleiben, nicht schon über das Nächste nachzudenken, während man noch in der jetzigen Situation ist. Und um genau dieses Thema geht es dann im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schön ausgeglichenes Leben und einen schönen restlichen Tag. Bis dann, euer Philipp. Ciao.